Hallihallo, vor uns haben wir die Nvidia-Aktie, das ist der Wochenchart. Ich hatte schon darüber ein Video gemacht. Ich habe gesagt, wir befinden uns doch immer in einem Abwärtstrendkanal. Und was hat sich jetzt geändert? Naja, wenn wir jetzt schauen. Wir haben jetzt hier mal die Unterstützungskerzen. Das ist mal sehr gut. Das ist der Wochenchart. Was könnte passieren? Natürlich kommt es darauf an, wie der Ende des Monats jetzt schließen wird, wie die Kerze jetzt aussieht. Ich könnte erwarten, dass wir hier einen sehr starken Aufwärtstrend bekommen, der Markt diese Aufwärtsbewegung brechen tut. Und wenn das geschieht, also das wäre dann diese Widerstandslinie hier für mich sehr wichtig, diese Zone hier, wenn das passieren sollte, dann wäre das wieder ein Einstieg für mich. Ansonsten, ja, wenn wir das mal in den Wochenchart betrachten würden. Verzeihung, ich meinte in den Tageschart. Man sieht hier, dass der Markt stark gefallen ist, stark gestiegen. Dann kommt hier eine kurze Seitwärtsphase, dann fällt er also gut. Ich könnte mir erwarten, dass der Markt dann bald hier aufwärts steigen tut. Wichtig, wie gesagt, wie in dem alten Video, ich erwarte, dass diese obere Seitwärtsphase, diese Linie oben gebrochen wird. Das wäre dann ein Aufwärtstrend für mich und dann könnte man da langfristig wieder investieren. Da unten haben wir schon einen doppelten Boden. Wie gesagt, im Video, wenn es hier schließen, wenn der Monat da oben schließen sollte, bei der 311 Dollar, dann könnte ich mir vorstellen, dass im Jänner der neue grüne Kerze kommen tut und dann hier weiter aufwärts steigt. Ansonsten, wie gesagt, könnte er weiter in diese Aufwärtskanal hineinkommen und dann hier seine Konsolidierung bilden und dann mit der neuen Formation aufwärts steigen. Das könnte auch natürlich passieren. Aber ich bleibe bei dieser Strategie hier. Und ja, wie gesagt, wie ich im ersten paar Sekunden gesagt habe, wenn die Kerze ein bisschen noch aufwärts schließen würde, könnte ich mir vorstellen, dass wir im Jänner dann die Kerze weiter fortsetzt. Aufwärts. Danke vielmals.